waren 2013 im Dezember in Sao Paulo und haben einen Fachaustausch gemacht. Das heißt, ein paar Leute hier aus Berlin und Leute in Sao Paulo, die sich im Bereich kultureller Bildung und außerschulischer Bildung bewegen, haben sich getroffen, um zum einen Fachgespräche zu führen. Zum anderen haben wir uns ganz viele unterschiedliche Einrichtungen angeschaut, die im Bereich kulturelle Bildung aktiv sind. Wir haben Einrichtungen besucht, die in den Randgebieten von Sao Paulo sind, in den Peripherias, also in den sehr armen Gegenden, die aber alle sehr unterschiedlich aufgebaut waren. Also zum einen gab es Einrichtungen, die von staatlichen Geldern finanziert oder auch vom Staat initiiert worden sind. Also eher Häuser, die so in das Gebiet reingesetzt wurden mit einem Auftrag der Politik, dort kulturelle Bildung zu machen. Und wir haben Projekte gesehen, die genau andersrum aufgebaut sind, wo also die Leute, die vor Ort leben und arbeiten, gesagt haben, so kann es nicht weitergehen, wir wollen etwas verändern, und die aus ihrer Kraft heraus angefangen haben, Projekte zu kreieren. Die haben dann auch natürlich mit der Zeit finanzielle Unterstützung bekommen, aber die haben sich erst gegründet und angefangen zu arbeiten, und dann haben zum Beispiel auch Geschäfte, die in der Nähe sind, sie unterstützt, oder sie haben angefangen, Anträge zu schreiben, aber sie haben erst ihre Art zu arbeiten etabliert, bevor sie an Geldgeber Fazendo minha rima, agora eu digo assim, assim, tipo, Titi, seja bem-vindo, Berlim. Escreve disso. Eu! Os meninos tão rachando o coco no mundão. Entregue as mazelas sem esboçar reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, João. Os meninos tão rachando o corpo no mundão. Entregue as mazelas sem esboçar reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, João. Vejo os meninos bom com um pensamento frágil. Diamante raro, preço caro, drible ágil. Te oferece um copo de água suja e você bebe. Muda o seu futuro e você nem percebe. Em cada quebra, cê sabe a regra. Menino bom de bola que eles desintegra. Sabe qual é o moio, sabe quem é joio. Menino fura bolo, hoje homem fura olho. Virou homem rapidinho, sem nota no boletim. Mas várias notas no bolso e piriguete no caminho. Que é sempre sem volta, pra quem é vindo delas. Então por precisão, outros pra impressionar elas. Vida bandida, que enobrece o filho. Menino que nasce opaco e morre homem com brilho. Precisou de pouco tempo de vida pra brilhar. Mas o estádio desse atleta não é o mesmo do Neymar. Os meninos tão rachando o corpo no mundão. Entregue as mazelas sem esboçar reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, João. Os meninos tão rachando o corpo no mundão. Entregue as mazelas sem esboçar reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, João. Vê se não desanima, filho de beco e sol. Que vai de passe a passe, dribla carro no farol. Você é bem maior que o destino que lhe foi dado. Vai ser capitão na Copa ao invés de ser soldado. Tem que ser orgulho no Pelourinho ou no Irene. Seu chute vira rojão e não barulho de sirene. Menino bom da vila, gladiador do parque. Mafiosos da bola pagam milhões pro seu passe. Sobe no pé do trono e pede bênção à rainha. Que quer te ver no campo, mas não quer te ver na linha. Do trem de Pirituba ou no corredor da Morato, ao invés de uma bela foto, vira um trágico fato. Sonho pra você, um lance diferente. Notícia do Globo Esporte, não a do Brasil, gente. Tem que ser azarão na aposta que fizeram. Quem vai lutar seu nome, não da pena, é o Zé Silvério.
Os meninos tão rachando o corpo no mundão. Entregue as mazelas sem esboçar reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, desanima não, chão. Os meninos tão rachando o corpo no mundão. Entregue as mazelas sem esboçar reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, desanima não, chão. Obrigado, Lugo. Das ist eine Plattform für alle Menschen, die etwas zu sagen haben. Da kommen Menschen allen Alters, natürlich jede Geschlechtsdefinition, also so unterschiedliche Menschen zusammen, wie ich das tatsächlich hier in Deutschland noch nie bei einer Veranstaltung erlebt habe, die sich vorne ans Mikrofon stellen und entweder ein Gedicht, einen Poetry Slam von sich geben, die etwas aus einem Buch vorlesen oder was sie geschrieben haben, frei rezitieren, Themen und Dinge, die sie bewegen. Und ich fand das wirklich beeindruckend, dass das Extremste bei dem Einserau, an dem wir waren, war eine doch recht alte, blinde Frau, die die ganze Zeit in der ersten Reihe saß und gewartet hat und ans Mikrofon geführt wurde und etwas vorgetragen hat. Und genauso sind Leute aus Rio gekommen, die sehr hip irgendwelche Poetry Slams von sich gegeben haben. Oder ein junges Mädchen, die bestimmt erst 15, 16 war, die ein Gedicht vorgetragen hat. Und all das vor dem gleichen Publikum, vor einem Mikrofon. Und es gab 5 Moderatoren, glaube ich, die durch den Abend geleitet haben. Und es wurde jedem einzelnen Menschen, der da vorne stand, Respekt gezollt. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Auch wenn ich kein Wort verstanden habe, ist zwischendurch mein Herz sehr berührt gewesen, weil ich trotzdem gespürt habe, was das ist. Okay. Mama, ich will Air Max und Jelly Fresh. Bitte darf ich sie im Laden an meinen Füßen einmal testen im Moment. Einmal kurz schmecken in der Schule, bin ich eine der Decken, die keiner hat. Das ist der Grund, aus dem ich keiner mag. Mama, bitte, ich bringe die gute Noten nach Hause und verspreche hochheilig, dass ich nie Drogen verkaufe, weil ich die Sneakers wirklich brauche. Ehrlich, ich würde nicht so reden, wenn es nicht mein Ernst ist. Es ist kein Scherz, ich putze sogar das Bad. Ach wie, du glaubst mir nicht, war ja klar. Ich gehe jetzt in die Schule und komme klar. Ich weiß ja, dass du mich nicht magst und meine kleine Schwester viel lieber als mich hast. Die Tür sind verschlossen mit einem Knall und geh wieder auf. Aus dem Schornstein in der Fabrik, bitte kein Rauch, wenig Licht, alles dunkel, alles grau. Kinder sind am Arbeiten und lernen, wie man nett, genau. Ach ey, gibt's noch MTV Crips? Sag meines Grips, hab ich es ins Bett gebracht, ist kein Witz. Ich sitz auf meinem Vermögen und schwitz sogar Scheine. Komm mal rum, ich hab Schuhe in dem Ausmaß wie Kieselsteine. Und ich war kein Paar, zwei Mal, ist nicht hygienisch korrekt, die kommen in den Eimer. Klar, doch das bleibt geheim, ja, ist nicht für den Bericht. Ich bin ja keiner dieser Unmenschen, wenn so etwas nicht. Ist ja widerlich, ich spende jedes Jahr einen hohen Betrag an mein Patenkind an der Küste von Kambodscha. Es kann in die Schule gehen, in eine schönere Zukunft sehen, als der Bruder, er muss nähen in der Fabrik. Und Reflektoren an den Schuhen sind sein einziges Licht. Rattende Maschinen werden seine Musik. Ich sage, kauft keine Air Max, obwohl der Politik ist nicht geschickt. Lieber Superstars von Adidas. Anti-Kapitalista. 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 Thank you.
sein. Den haben wir hier in São Paulo gesehen. Was ist mit der Hoffnung? Ich hab die Hoffnung in den Straßen gesehen, aber so viele Kids kommen und müssen leider viel zu früh gehen. Geht über die Stadt, geht über São Paulo und Berlin, kann ich sagen. Ich nehme erstmal von dieser Reise eine unheimliche Inspiration und Kraft mit, also zu sehen, wie vieles möglich ist, auch wie vieles mit wenig Geld möglich ist. Und eigentlich arbeiten wir bei Gangway auch so, dass wir sehen, da gibt es einen Bedarf, hier ist eine Lücke, die will gefüllt werden, und dann fangen wir an. Und wir arbeiten erstmal und dann gucken wir, wo wir das Geld dafür herbekommen. Aber das gibt für mich durchaus auch Zeiten, wo ich das als manchmal so ein bisschen als schwierig empfinde. Und da hat mir schon dieser Besuch in Sao Paulo nochmal sehr viel Mut gegeben. Und was auch ein großartiges Gefühl ist, das ist, am anderen Ende der Welt zu sitzen und sich mit Menschen über Fachthemen zu unterhalten, nach Lösungen zu suchen oder zu sagen, wie läuft es bei euch, wo habt ihr Schwierigkeiten, wie konntet ihr bestimmte Dinge lösen, und verstanden zu werden. Also, dass wir an so anderen Ecken der Welt sitzen können und ein gleiches Grundverständnis dieser Arbeit haben im Rahmen der kulturellen Bildung, das ist großartig, weil das gibt mir auch die Perspektive, dass wir gerade an Problematiken, die wir global, also weltweit haben, auch gemeinsame globale Lösungen finden. Olá, peço licença pra chegar. Consumo aqui de massas, maloqueira aqui que tá em San Miguel representar. Se estamos no CDC, que aqui tem o causa PC, aqui tá o RV, que é favelada até morrer. Com todo respeito, é todos os dedos, periferias, que elas e deus, como articultura na quebrada. O importante é fazer vocês até a risada. É tudo bem, fazer freestyle, agitando a qualquer baile, que o barato é style. Música universal, MTA, levanta a mão pro ar, que tem o dom de agitar. Que coloridos é os grafites nas paredes, que coloridos é a estampa e a moda das meninas Havaiomi, que estão aqui presentes. E até a marginalia que está fazendo aquele filme consciente. Ideia de louco, o rato, o chapo, o coco. Tomei o coroa pra ficar melhor, mas pra desenrolar a linguagem com as alemãs. Eu sou um branquinho e eu gosto de Javan. Assim que eu perder, os quando causa P, e quer ir proceder. Eu disse pra você, não era pra fazer isso aqui agora, mas se é improvisada, me disse que faz a hora.